Hey Leute, willkommen zurück zu Blood Bowl Team Manager zusammen mit Grenz, hallo, Vita Wolf, moin, und Danukart. Guten Tag. Und wir, ich bin dran. Die Orts so. Werden aus dem Stadion getreten. Das muss ich mir nochmal hier. Wie gesagt, wir sind gut in Form diese Woche, da kommt noch was. Stimmt, kommt auch noch was. Ich hab auch noch Kram. Ja, nee, du hast aber keinen Start. Ich will mich jetzt mal hier in. Im Turnier einmischen. Und zwar kommt hier mein Starspieler, der Friedhelm Starkarm. Starkarm. Ich lege da natürlich jetzt eins meiner Symbole drauf, damit man weiß, der gehört zu mir, weil es ist eigentlich ein Mensch. Der hat einmal passen, kriegt den Ball, hat die Abspielfunktion, die er schon kennt, und bekommt einen Schummelmarker. Okay, also da ist bis jetzt noch risky. Ja. Wo wir bei Schummeln gerade sind. Ja. Spielt halt für mich. Ja, schade. Gut. Also das ist ein riskanter Bowl da hinten. Ja. Beide haben, sind zwei Bälle sind gerade im Spiel und beide rennen in die gegnerische Zone. Ich habe jetzt echt. So, jetzt ist Vita. Vita ist dran. Ja. Vita mischt auf viel Hochzeiten halt. Ja. Vita, der ist immer Michi drin. Ja. Michi drin ist der. Mhm. So, wie sieht es da hinten aus? 4-3, das ist eigentlich nicht so cool. Und hier vorne läuft es auch nicht so richtig, aber in der Mitte ist auch scheiße. Also, wir sind dabei, liebe Freunde, wir sind hart dabei. Deswegen, weil ich lasse mich nicht von so einem dreckigen Ort. Das ist der Kappel. Wie sieht man das noch? Ich fahre mal weiter. Zu Null haben wir den. Kann man also meinen, dass man, ob man das so sieht. Tja, die Frage ist also, lass mich am dreckigen Ort tackeln lassen, finde ich ja eigentlich, geht ja gar nicht. Einen Fehler habe ich gemacht, ich hätte an vielen Cups teilnehmen müssen und viele Leute umhauen müssen, um mehr Fans zu kriegen. Ob ich am Ende gewinne oder nicht, ist egal. Mhm. Je mehr Leute liegen, desto mehr Fans. Das ist richtig. Alles für die Fans. Alles für die Fans. Dann müssen die Leute umgehauen werden, um neue zu gewinnen. Wie bei YouTube, ne? Alles für die Fans. Starspieler auf Starspieler. Ich zeig's mal an, dann lese ich ihn vor. Gewinnen. Hier kommt Söldner Blitzer. Das ist, glaube ich, auch wieder kein Mensch, aber. Das sieht ja noch Ogre aus. Ja. Er hat nur Ogre im Team. Der ist einmal rasend, das kennen wir schon von der Bratze hier. Plus 1 beim Tackling, ne? Plus 1 beim Tackling. Und er ist ein Söldner, das heißt, wenn der ins Spiel kommt, kann ich einen beliebigen Spieler meines Teams zurück in die Schachtel legen und dann meinen Spielerstapel mischen. Also ich kann ihn halt rausnehmen und dann habe ich ihn wieder in meinem Team. Fürs nächste Mal. Wenn das ist das nächste Mal, oder? Ich weiß nicht, was ist die Schachtel? Das macht ja keinen Sinn, den zu mischen. Eben, sonst legst du ihn ja direkt auf den Friedhof und dann kannst du ihn auch gleich liegen lassen. Das wäre doch dumm. Wenn du jetzt sagst, du nimmst ihn in die Schachtel, dann ich bin wieder dabei, weil es ist die Schachtel steht und nicht Ablagestapel. Ja, nein, das muss das sein, weil welchen Vorteil hättest du denn? Doch, halt, Moment, es ist in meiner Hand, weil danach kommt, mische all deine Spieler in deinem Teamstapel. Ja, der Teamstapel, die du noch ziehen kannst. Dann wäre er ja nächste Woche erst wieder dabei. Genau. Dann ist das ja eine völlig unsinnige. Nein! Wenn du 12 Karten im Team hast oder mehr und du musst ihn jetzt ablegen, dann wäre er ja nächste Woche vielleicht gar nicht dabei. So ist er hundertprozentig nächste Woche wieder fit. Du kriegst ihn auf jeden Fall. Ach so. Verstehst du, was ich meine? Du, okay, er ist jetzt down, du nimmst ihn aber zurück und er kommt nächste Woche ins Spiel, als dass du vielleicht Pech haben könntest und er ist nächste Woche nicht dabei. Ja, das stimmt schon. Weil das wird, das ist ja... Da hast du auch recht mit, aber er kommt trotzdem so oder so hier hin. Ist ja auch gut. Ja, das ist super. Pack ihn ein. Den pack ich aus. Schnell, du musst ihn runtertragen vom Feld. Erst wird geschummelt. Ach, schummelt tut er auch noch. Ja, und jetzt wird getackelt. Und zwar mit plus 1. Also wenn ich das hier zu so sein, dann hat es ja keinen Sinn. Und da ist der Tackle auch durch. Und ihn hier. Schnell vom Platz. Moment, dann nehme ich nochmal einen Allrounder, weil das ist gerade gespielt. Und sage, der hat hier noch. Quatsch. Ich mache keinen. Allrounder, ich führe doch eh hier. Der hier kommt jetzt wieder zurück. Auf da wird dann gemischt und so. Das sind drei Karten, also ob ich die mische oder nicht. Ja, ich hab's außer du kriegst Sprinten halt. Dann kannst du vielleicht sprinten. Dieses Mal richtig. Weil so hast du auf jeden Fall die Chance, ihn jetzt nochmal zu bekommen, als dass er raus ist. Das wird so sein. Das war mein Zug. Also jetzt bin ich. Meine Leute liegen alle am Boden. Also seht auch, dieses Spiel kann man, wenn man es ein bisschen dann halt mal einmal gemacht hat, auch richtig, es kann richtig schnell gehen. Man legt nachher noch zack, zack, zack die Karten an. Das dauert nicht so lange. Wie sieht es mit Erweiterung aus? Es gibt welche, das hat der gesagt. Genau. Was heißt Erweiterung? Andere Teams. Es gibt aber nicht nur für das Teams mehr Stapel, mehr Karten, weil ich habe 5 Charakter. Habe ich so ungefähr, den hat ja wahrscheinlich jeder von euch. Ich weiß nicht, ich habe mir die Erweiterung nicht gesehen. Okay, ich wollte es nur nicht. Aber ich meine, das Karte Erweiterung, es gibt halt die, einmal die Vampire aus Warhammer und die, wie heißt noch die Pharaonen-Mummies da?
Camry. Camry, genau. Ich spiele hier im Chaos Cup auch noch mal ein bisschen. Und die sehen sehr groß aus, die Erweiterung, dafür, dass sie nur so stark sein könnten. Also ich möchte allerdings nicht tackeln. Mit wie vielen Leuten kann man dieses Spiel spielen? Also vier. Eine wichtige Frage. Vier. Mit den Erweiterungen erhöht es sich? Ich habe keine Ahnung. Weil das ist ja bei manchen Brettspielen, ist es ja so. Weil wenn du dann irgendwie acht Teams oder so hast, könntest du auch so ein... Ich werde diese Info herausfinden, okay, ich werde sie euch mitteilen und ihr werdet sie in die Beschreibung treffen. Also im Chaos Cup wurde nur geschummelt. Im Chaos Cup ist bis jetzt nichts fair abgelaufen. Komisch. Wenn abgepfiffen wird, wird dann eigentlich nur der Spieler abgepfiffen oder? Ja, nur der Spieler. Ah, nur der, okay. Jetzt mich noch selber weiter. Ich muss nur unterstützen, falls der umfallen sollte beim Schon. Also okay, hier ist er ja eh schon. Hier bin ich bis jetzt gut dabei, da muss ich nicht viel. Das würde er nicht wegnehmen können, glaube ich. Okay, okay. Ja, also du willst viel riskieren dafür, dass es eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Du musst halt schauen, wo du vielleicht noch gewinnen kannst. So! Hier kannst du immer noch Glück haben, wenn der mit Schummeln steht, das hast du mit 1 gewonnen. Dann misch dir jetzt auch mal einen Baumensch mit. Vierer und Tackle. Und der tackelt jetzt auch mal. Und zwar tackelt er. Miss Tackle. Ich würde sagen, er tackelt den Zwerg. Und jetzt frage ich einfach nur. Ja. Du kannst klar, wir würfeln auch. Warum? Ja, weil ich habe ja einen Unterstützer. Ich kann mich ja dazwischen schmeißen. Er nicht. Mhm. Und wir sind gleich stark. Stimmt, das ist ein Unterstützer? Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Das wäre einer, sind immer Unterstützer. Das wäre nämlich nur meine Frage, aus welchem Grund macht man das? Das ist eine Antisympathie. Ich wollte auch, dass das vielleicht einen Sinn hat. Oder ob der nee, hast recht. Keine Sorge, es hat nichts mit Spiel zu tun. Okay, gut, das ist ein bisschen. Das ist ja dann okay. Natürlich tackle ich den Ork, weil das andere macht keinen Sinn. Ja, halt, aber jetzt hat, das weißt du jetzt nur, weil er dich darauf hingewiesen hat. Das finde ich ja scheiße. Das darf ich ja wohl auch machen, oder nicht? Ja, nein, aber das finde ich dann ich bin doch in der Coaching-Zone auf meinem Footballfeld und rufe ich, warum? Ja, wir können natürlich auch sagen, wir können auch die Regel sagen, gesagt, getan. Ne? Aber das haben wir weder bei Munch gemacht, noch bei Love Letter, noch bei Risk. Also das finde ich aber echt krass. Also dann demnächst bei Risiko, dann kann keiner komm, mehr sagen, was noch gehen könnte. Ja komm, ich tackle trotzdem den Dame. Ja. Dann redet sich aber der Zwerg. Ja, nee, aber wenn du nichts gesagt hättest, dann wäre es eine Frage für dich. Ja, das wäre richtig gewesen. Ja, klar. Aber, ne? So, Gibt da auch keine Tipps mit dem Spiel. Ich möchte dann gerne noch eine Wettkampfaktion starten. Und zwar nutze ich meinen Sanitäter. Oh, der Vorstand. Möchte nämlich ihn hier wieder aufstehen lassen. Wenn bitte. Ich das Tackling-Symbol-Würfel gelingt ist, wenn ich das Kreuz würfel, dann ist er verletzt. Und sonst passiert gar nichts. So. Das heißt, der steht wieder auf. Ach was. Ja. Jetzt ist das Match wieder auf. Ja, das ist auf jeden Fall sogar blöd für. Das bist du, ne? Ja, das ist okay, das war mein Zug. Ja, jetzt hast du mich natürlich in eine blöde Situation gebracht, weil eigentlich sah es hier schon mal ganz okay aus und der Rest war fast egal. Aber jetzt! Du warst hier sowieso auch vorher schon am Verlieren. 2 gegen 3. 4. 4 durch den Ball. Und 3 gegen 3. 3, ja. Glaub mir, das bringt nichts. Meinst du? Ja, ja, das ist so. Dann zeig ich noch mit der Gans. Ja, ja. Gar kein Problem. Okay, liebe Freunde, okay, nein, jetzt muss alles passen. Was machen wir jetzt? Wird auf jeden Fall schon gegen mich gespielt. So mit offensichtlichen Mitteln auch noch. Das habe ich ja gerade gesehen. Ich habe es euch ja gezeigt. Jetzt wird er hier. Also, obwohl ich die Defense stehen habe. Das hat noch immer geklappt, Leute, ein schlechtes Gewissen. Ja. So BAM! Der nächste. Da wird wieder getackelt. Und ob da getackelt wird. Wer denn überhaupt? Ja, wer mit dem Ball? Ja, gut. Denn ich habe Reaktion und kriege den Ball dadurch. Und dann. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele von welcher Anzahl in so einem Deck drin sind. Ich finde Karten zählen würde ich nicht machen. Weil das habe ich gerade schon versucht. Das ist sau einfach, weil ich habe nur 12 Karten. Ich kenne alle beiden Karten. Und es ist nicht besonders schwer zu wissen, was ihr noch auf der Hand habt. Ja. Weil. Es ist nur ein Vierer. So genau. Warte, nein. Das ist unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel 3 Dreier. Also dreimal denselben Dreier, meine ich. Mhm. Du hast wahrscheinlich 2 Vierer. Nee, wenn du das fasst, hast du nur einen Vierer. Aber es ist einfach raus, wie viel Einser. Beziehungsweise, wenn du alle Karten einmal gesehen hast. Gleich.
Im Grunddeck. Ich habe zum Beispiel keinen Vierer. Du hast gar keinen Vierer? Nee. Das ist interessant. Gar keinen. Nein, ich habe keinen Vierer. Ich habe dafür unglaublich viele Dreier. Das ist ein bisschen so ein Scheiß. Ach du. Aber nein, Zwerge fand ich persönlich ehrlich gesagt am ersten Mal. Ich finde, doch, ich finde die sind für. Das ist so wirklich, wenn man jetzt picken könnte, würde die Zwerge nehmen, um in das Spiel reinzukommen, weil du hast nicht viele Fähigkeiten. Die Charaktere sind schnell gelernt und sind immer gleich. So, ich setze mal den hier. Also mein Favorite ist und bleibt einfach ein Schummelt er wieder. Ich will ihn unbedingt auch wieder haben. Und tackle dann gegen den. Das geht nicht. Doch, das geht. Nein. Der hier springt dann durch. Der ist standfest. Ja, aber du hast den Ball nicht. Ach ja, dann tackle. Ach ja, aber übrigens, ich mache hier nochmal den Passtrainer und meiner hat dann den Ball. Das werde ich verhindern. Das geht so. Jetzt kannst du dir überlegen, ob du überhaupt dazwischen springst oder nicht. Oder natürlich machst du es, ne? Wie viel hat er denn als Defense? Der hat nur einer als Defense. Eben. Ja, ich möchte da. So. Nee, immer noch immer. Das war aber jetzt ein schlechter Deal, oder? Nee, der hat zwei. Nein, der hat zwei Defense. Also ich hätte bei beiden einen verloren, das wäre bei beiden ist bei vier gewesen. Ja. Genau. Aber wenn ich einen Pass hätte, könnte ich dem mir den Ball wieder geben, der wäre untackelbar. Das wäre ein Pass. Also am Zwerge. Ja, aber wenn du Pass hast, wenn du doppelst, brauchst du doch auch. Und der kriegt doch immer derjenige den Ball, oder nicht? Genau. Weil er weiß nicht, was ich schon mal behandelt. Du bist auch der Letzte. So, wir denken, beim Pass bekommt ja der Spieler, den du gespielt hast, den Ball. Nicht der. Sei du hast abspielen. Ich hab noch abspielen. Ja. Ja. Dann ja. Okay, weiß nicht, wer jetzt wäre. Abspielen, Doppelpass auf einer Karte hast, kriegst du das hin. Der hat jetzt nur, in Anführungszeichen. Jetzt muss ich ganz kurz wieder bei dir. Wer gehört der hier eigentlich? Mir. Da muss noch dein Marker bei Marker auf den Plan. Wem soll denn sonst gehören? Du hast jetzt eine Stärke von 6 da hinten. Plus, minus, Glück. Ich bin bei 4. Das ist okay. Hier, den kann ich nicht mehr schützen, falls noch einer tackeln wird. Aber hier überlege ich mir auch, lohnt es sich überhaupt noch mitzukämpfen? Klar, der könnte abgeführt werden, aber der ist 4 stark und ich kann den nicht mehr aufheben. Deswegen entscheide ich das einfach gleich spontan, indem ich jetzt hier noch einen Unterstützer, um einfach den zu schützen. Gut, bist du fertig? Ja. Dann spiele ich hier noch meinen Waldelfenfänger. Der hat passen, der holt sich den Ball zurück. Könnte zwar sprinten, habe aber nichts mehr. Dann schaffe ich meinen Angriffskoordinator und ich darf den Ball von der Mitte, wenn er in der Mitte liegt, meinem Spieler geben. Hinten geht das hin und her mit dem Ball. Ist aber nicht unbedingt gut für ihn gewesen. Warum? Er ist ja noch dran. Ihr seid gleich stark momentan. Ja, er kann es ja für sich entscheiden. Er kann noch was machen. Das wollte ich nur so. Ja. Weil dann hätte ich, wenn ich das anmerken darf, hätte ich den fallen gelassen und hätte den auf jeden Fall entschieden. Ich glaube, der ist auch so schön entschieden. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall entscheiden, welches Game ich hier gewinne. Also ob ich das Match oder das Match gewinne. Ja, das kannst du 100%. Ah, Glenn ist ja hier auch noch mal dran. Mhm. Na, du kannst ja auf jeden Fall die beiden aussuchen und hier wäre Glück. Ja, ja. Also die beiden kannst du dir sicher mitnehmen und das ist ja wohl weniger wert als das zu gewinnen. Weil du kriegst ja hier 2 Fans und hier 3. Warum willst du denn hier noch mitspielen? Das kriegst du ja eh. Ja, ich überlege eigentlich zwischen den beiden. Ja, ich meine, oh ja, kann ich noch mal. Das sind die, die ich überlege. Mhm. Weil Starspieler sind natürlich cool. Allerdings habe ich schon 2, das ist schon mal geil. Und je mehr Karten du hältst, desto mehr schlechte kannst du ziehen. Und ja, jetzt noch ein paar Fans ranholen, wäre natürlich schon cool, ne? Da steht er mit 7. Aber wo ich mir. Ich finde es ganz cool, so unterstützt. Ja, ich bin da gerade am Überlegen, wo ich meinen letzten Deck reinbutter. Ich bin auch echt hart am Überlegen, aber ich hänge mit den Fans echt hinterher. Bei wie vielen ist denn Ende? Das ist schwer. Nein, jetzt geht nach dem Blood Bowl. Ja, ja, nach dem Blood Bowl ist Ende. Ja. Hast du noch 3 Runden? Dann sichert er sich den. Ja, sehen wir mal. Tackelst du noch? Er wird getackelt. Mhm. Ja, er wird getackelt, dadurch kriege ich den Ball. Hat irgendjemand schon mal den Tackle verbaselt? Nee, nein. Ja, doch, ja. Einmal am Anfang. Das hat sich aber noch keiner selbst auf die Fresse gelegt bisher. Und nur nichts oder auf die Fresse legen. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt sage, hier, ich mache jetzt mal einen Allrounder, weil dummerweise, ich habe ihn nicht benutzt. Das war richtig dumm. Aber ich habe gedacht, heben mir auf, das sollte man echt nicht tun. Ich tipp für alle. Also jetzt kannst du den nicht mehr und jetzt, ich kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, ich flitze, weil ich kann nichts abwerfen. Das ist ein Muss, das ist eine Bedingung dafür, oder? Schummeln könntest du wahrscheinlich noch. Ja, du kannst einem beliebten Spieler, einem gerade eingesetzten Spieler eine Fähigkeit, einer der Fähigkeiten. Also du könntest den genau, noch schummeln. Genau, meine Frage war ja nicht, ob ich das kann, sondern das Sprinten, dafür muss ich eine abwerfen. Ne? Das ja, macht ja auch keinen Sinn, genau. Du kannst da nicht mehr spielen. Du musst ja wieder eine ablegen, genau. Ja, ja. Du darfst halt nie mehr als 6 Karten haben insgesamt. Jetzt wenn ich wirklich euch Risky gehe und den noch schummeln gebe. Warum? Er ist doch gar nicht mehr dran. Ja, aber da könnten auch noch Fans drin sein.
Ja, oder du verlierst den Kampf. Oder ich verliere den Kampf. Ja, und dann kriegst du drei Fans auch nicht. Wie viel sollen auf der Karte drauf sein? Da sind ja maximal zwei Fans drauf, oder? Zwei sind ja, maximal. Ja, aber wenn da zwei drauf sind, hab ich eh gewonnen. Und nochmal Fanwechsel. Ja, dann nehme ich lieber drei sicher, Alter. Wer spielt denn ja das mit? Und wir konnten ja letzte Woche gewinnen. Also ich würde auch an der Stelle eher die drei sicheren nehmen, als zwei auf Risiko. Ja, und dann mal gar keine. Das sind dann fünf sicher, nicht drei. Fünf sind sicher. Oder auf Risiko 2 und... Ja, ich meinte jetzt nur die hast du ja so oder so. Ja, Mann, komm. Fertig? Ja. Jetzt bin ich echt gespannt. Oh Mann, ey. Ja, der gehört sie. Das ist auch noch Risky Fight. Ich spiele den Troll. Und versuche natürlich deinen Ballträger anzugreifen. Der Troll hat zerquetschen. Immer wenn du bei einem Tackling mit diesem Spieler Doppel-Tackling würfelst, darf der Spieler ein weiteres Tackling gegen einen anderen Spieler. Das ist aber Doppel-Tackling für. Ist schwer. Nicht gesehen. Nein, ist schwer, aber wenn, dann geht. Aber das hast du doch gesehen. Er fällt um. Und ich mache jetzt hier noch meinen Sponsorenvertrag, wodurch ich jetzt deinen Ball bekomme. Da holt er sich. Und ich muss ja noch einen Schimmel. Marker setzen und ich werde das hier natürlich auch nochmal schnell machen und einen Spieler hier wiederbeleben. Ich muss mir nur mal kurz anschauen. Ach, du kannst einen wieder einfach aus dem Team, aus dem Alter. Ja, ich muss jetzt einen rausnehmen. Nicht aus deinem Ablage starten? Und nee, aus dem. Weil wiederbeleben kann so. Wiederbeleben darf, den steht bei. Um einen deiner Spieler zu verletzen und eine Karte von deinem Teamstapel zu ziehen. Ja. So, und dann muss ich nur noch überlegen. Das heißt, du verletzt einen oder du nimmst einen raus und legst einen auf die Seite. Verletzen, wenn der auf der Seite liegt. Ist ja raus. Verletzen ist ja raus oder so. Achso, ich dachte, verletzen das ist verletzt. Der Doppeltackle. Verletzt ist einer wieder aus dem Spiel. Ja. Ja, wenn er am Boden liegt und nochmal getackelt wird, dann ist er verletzt. Boah, das finde ich die Frage. Das hat er jetzt gemacht, ist ja auch egal. Darf er sich die Karte erst ansehen? Ja, hier steht auf jeden Fall drauf, um einen deiner Spieler zu verletzen und eine Karte von deinem Stapel zu ziehen. Also ich muss sie erst verletzen. Boah, das wäre echt. Also ich muss quasi erst sagen, welchen, deswegen habe ich den noch nicht gedreht. Ja, weil sonst so, okay, ich auch das, jetzt kann ich gewinnen, dann mache ich mir anders so. Das ist so. Naja, also es gibt noch einen Kampf, den man gewinnen kann, weil ich gehe meistens, es gibt plus zwei nur, ne? Kann man schon drei. Plus drei. Das heißt, der ist ja das eigentlich möglich. Ja, ich mach den Nuller. Den Nuller hier setze ich. Weil das ein Dreier zu ziehen ist, jetzt kommt unbedingt. Wenn er den Ball oder noch kriegt, oder Tackle hat oder so. Na gut, aber man weiß ja nicht, was er hat. Ja, ja. Abgepfiffen werden. Ja, plus. Deswegen hier, ganzen Halt. Weil hier, hier wird auch geschummelt, nämlich. Und ja. Daluk ist aber noch dran. Hier wird aber am meisten geschummelt. Ja. Also wenn ich jetzt mal ganz kurz gucke, ich habe hier eine Stärke von 5 und er hat 4, 6. Ja. Und es wird halt hier noch geschummelt. Weiß man, wie das ist. Hätte ich mir auch einen Doppeltackling geben können. Natürlich. Ja, klar. Oh, ich hätte einfach hier raustackeln können. Hier bin ich relativ. Ach so. Ich könnte hier auch noch was erzählen. Die können ja alle abgepfiffen werden. Ja. Und dann bin ich auf einmal noch im Rennen. Aber ich will den sicher haben. Und deswegen spiele ich hier noch den Zwergenblitzer, der dir einfach auch den Ball noch wegnimmt. Also ich hau dich so um, dass der Ball wieder in die Mitte fliegt. Musst du wieder tackeln. Ja, das ist ja noch. Nee, ich will nicht tackeln. Anstatt zu tackeln, möchte ich dir den Ball wegnehmen. So ja, verlierst du nämlich dann zwei Punkte. Nur da bist du nicht stärker. Quasi an. Ja, obwohl den nicht mal, kommt weil es nicht kann mal. Nur noch Fans kriegen quasi, wenn dadurch. Weil du hast, ich habe 3, 4, 6, 8. Und du hast 4, du kannst auch nicht mit Schummeln gewinnen. Nee. Deswegen habe ich gar nicht getankt, sondern nur den Ball weggenommen. So, jetzt ist gleich Ende. Das heißt, wir machen schnell die Auswertung. Ja. Ich bin so gespannt. Wir fangen hier wieder an. 6 gegen 7. Das geht an mich. Ja, krieg also nur ein Feld. Ich gebe die Karte rum, du machst die. Genau. Das heißt, du kriegst auch mal einen. Ich krieg 2 Fans. Darf mir von 2 einen aussuchen. Und danach kriegt er sogar noch einen. Ja, es ist hier als erster Anliegen zu dürfen. Bei den hier. Jetzt glaube jeder. Jetzt darf ich noch einen ziehen, kriege ich auf jeden Fall. So. Das kommt. Wäre ich auf der anderen Seite gewesen, hätte ich auch alles da reingebotet, um das zu kriegen. Ah, nee, ich kriege noch einen Fan, ne? Ich kriege ja 3 insgesamt. Wieso? Ah, nee, Quatsch, der war Wieso ja so auf deiner Seite. Doch, okay, ja. Hier geht's weiter. Den Fan von hier 1 gegen Frage. Da hast du gewonnen. 1, 2, 3, 4, 5 Starspieler. Wie viele Starspieler er schon wieder? 3 jetzt allein schon in dem Bereich. Ich krieg auch einen. Ja, ich auch einen. Und du hast du genommen, 5 Fans? Ja. Ja, nur 5 Fans. Das ist kein allzu gutes Ergebnis. Hier haben wir. 1 gegen 1. Ja, 1 war gespannt und ein Fan! Ah, ein Fan.
Also hat er aber auch gewonnen. 2 gegen 3. Also habe ich aber ich bekomme immer drei Stars. Du darfst den Starspieler aussuchen. Du kriegst 2 Fans und darfst dir hiervon eins aussuchen. So, das werden also insgesamt 3 Fans. Was hast du für mich? Darfst dir einen aussuchen davon. Hä? Wo bin ich denn? Das bin nee, ich. Wer war das hier? Nee, ich hier. Also was das? Okay. Wollte gerade sagen, da habe ich nichts mit am Hub. Ich sollte mir auch. Wo ist dein Ablagestapel, Grams? Hier? Da, ja. So, bei den Orks. Das habe ich gewonnen. Er kann nur eine Stärke von 3 kriegen. 6. 7 und ich habe 8. Dann hast du gewonnen. Und ich bekomme einen Starspieler. Wo kommt der jetzt hin? Wo kommt der Starspieler jetzt hin, den ich nicht haben wollte? Oh, dann hast du, warte, hast du den falschen. Er hat den falschen Stapel genommen. Also, mir wurden die gegeben. Ja, ja. Wie viel hast du denn? Nein, er hat 2, ne? Ja, genau. Hier ganz kurz Zeit. Ich nehme den Sanitäter. Und der Zauberer kommt weg, weil der ist ja irgendwie zu. Wer hat denn hier gewonnen? Das war Grants, kriegt 2 Fans und ich habe den Rest schon gemacht. Okay. Ich habe legendäre. Du hast. Wo lag denn Grants hier? Hier, 2 Fans. Sind 2 Fans? Ach so. Und du hast den Rest schon. Genau. Ich habe legendäre Zähigkeit, Wettkampfaktion. Erschöpfe diese Karte, um einen Würfel zu werfen. Wenn du den Tackle würfelst, kannst du einen deiner Spieler am Boden wieder hinstellen. Die Teamverbesserung hast du auch genommen? Nein. Dann? Ja, nee, Dan hat das ja gewonnen. Die Teamverbesserung? Ja, habe ich dann vorgelegt. Okay, okay. Hier, die kommt wieder weg. Die nehme ich nicht, das ist der Zauberer. Ich nehme dafür den Sanitäter. Ja. Den hatten wir ja eben schon. Genau. So, jetzt kommt das Turnier. Jetzt wird's spannend. Ein für den Zwerg. 2. Ach scheiße, ich habe auch einen Apfel. 2 Fans. Und ein für mich. Das heißt, wir haben hier 6. Du hast 4, 5 und du hast gewonnen. Also bekomme ich jetzt erstmal 7 Fans? Vier. Ja, aber nee, 7, Moment, 5. 4. Ah ja, stimmt. 7. Ich krieg 2 Fans, du kriegst eine Verbesserung. Muss ich die vorlesen? Ja. Das Passtraining. Oh, 7. Okay, Aufwertung, ne, krass. Passtraining hast du auch? Am jedem Spielende bekommst du einen Fan, ne? Nicht am Spielende, Gesamtspielende. Genau, ganze Spiel zu Ende. So, ich habe auch hier. Wenn das Game zu Ende ist, krieg ich noch einen Fan zusätzlich. Und dann wird es abgerechnet sozusagen. Ach so, Mario man bekommt pro Spiel. Was war jetzt mit dieser Schachtel nochmal wieder? Das ist einfach auf dein Team wieder drauf quasi. Ich hab's gut, ich hab einen Starspieler mit Sprinttrainer und meine Karten auf Ablage. Er wird da. Ich hab einen auch wieder hier reingemischt, das ist auch gut. Ja, so, und jetzt sind wir quasi fertig. Der kommt da. Gut. Wir müssen auch beenden, die Zeit läuft uns davon. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.